Ja, hallo, hier ist eine kleine Webanwendung, die auf Azure gehostet ist, und zwar konkret in einem Docker-Container. Und zwar eine Version des Raspi-Finders in Python. Und ich möchte hier dran so ein bisschen CI/CD darstellen. Ich habe jetzt hier ein H1-Tag, da steht Test 2 drin. Und das möchte ich mal kurz editieren und schreibe dort Test 3 rein. So, das Ganze speichere ich ab. Und ich habe eine Änderung hier in meinem Git von Test 2 auf Test 3. Ich mache einen Commit Test 3 und aktualisiere das Repository. Und das ist jetzt geschehen. Jetzt läuft auf dem GitLab-Server eine Pipeline an. Das sieht man jetzt hier. Commit is running. Und da sehen wir, das ist der Commit Test 3. Und da laufen jetzt zwei Pipelines an. Einmal wird ein Image auf die Local Repository geschickt. Und hier wird ein Push auf den Docker Hub erzeugt, der das Repository aktualisiert. Dann jetzt halte ich das Video mal kurz an und warte, bis dieser Job abgelaufen ist. So, jetzt ist auch der Job durchgelaufen. Das heißt, auf dem Docker Hub hat sich der PyFinder aktualisiert, wie man jetzt sieht, vor einigen Sekunden. Und der Webhook, den ich jetzt hier auf Azure habe, wenn ich mir den jetzt mal angucke, der ist jetzt aktualisiert. Das hat zur Folge, dass Azure das neue Image zieht. Und wenn ich mir jetzt den RaspiFinder angucke, dann müsste der gleich aktualisieren auf Test 3. Das dauert ein bisschen, bis Azure das neue Image geladen hat. Jetzt ist das neue Image da und die Änderung ist übernommen worden. Das heißt, der neue Docker-Container ist jetzt in Azure und wird dort ausgeführt.